So, und damit herzlich willkommen zurück zu Game Dev Masters. Und ich würde sagen, wir werden erstmal den heutigen Part oder die heutige Session damit starten, dass wir mal wieder ein bisschen Auftragsarbeit annehmen, damit wir ein bisschen mehr Geld haben für unsere nächsten Projekte. Und werden mal schauen, ob wir nochmal so ein Hit-Game landen können, wie Doom als letztes Jahr für uns einer war. Ich weiß, das ist natürlich nicht garantiert, aber es wäre natürlich ziemlich cool, nochmal ein Game ja, zu entwickeln, was so gute Bewertungen bekommt. Ich glaube, wir haben mittlerweile so relativ den Dreh raus, müssen halt gucken, dass alles immer noch zusammenpasst. Deswegen würde ich sagen, gucken wir, dass wir ein paar Forschungspunkte hier nochmal bekommen und eben dann auch tatsächlich dazu in der Lage sind, ja, ein Hit-Game zu machen. Beziehungsweise wir können natürlich auch nochmal hier schauen. Wir könnten uns nochmal irgendeiner von den Sachen hier widmen. Irgendwie, keine Ahnung. Gut, Dark Fantasy ist, glaube ich, das Einzige, was wir bisher noch nicht hatten davon. Weiß ich halt nicht so genau. An Genres haben wir ja als neues Simulation und FPS gehabt. Gut, Action haben wir auch schon einmal. Aber genau, da müssen wir im Grunde gucken, dass wir was Neues an den Start kriegen. Oder zumindest würde ich das gerne machen. Deswegen werden wir hier mal noch ein klein wenig researchen. Und auch ein bisschen trainieren nochmal. Damit wir darauf auf jeden Fall vorbereitet sind. Das Gute ist, dass tatsächlich das Geld mittlerweile relativ gut aussieht. Also, ja, ich weiß, die Sachen werden teurer und so weiter. Aber ich mache mir darum tatsächlich momentan weniger Sorgen als vor ein paar Parts noch. Wir können theoretisch auch mal schauen. Ja, wir sind auf jeden Fall hier mittlerweile deutlich mehr im Grün als hier noch. Also das ist schon mal sehr, sehr gut. Können wir uns hier drin schon sehen? Ich glaube, nein. Hätte mich auch gewundert. Hardware? Oh, wir können unsere Hardware upgraden. Das sollten wir vielleicht mal tun, weil das ist nicht besonders teuer. Und es gibt einen ziemlichen Bonus. Ich weiß nicht, ob wir hier in dem Büro 1 schon sind oder das hier noch als Büro 0 zählt. Schauen wir doch mal. Oh ja, okay, das können wir schon machen. Machen wir das auf jeden Fall mal. Wenn das uns schon mal 25% Bonus gibt. Ich weiß nicht genau, bei was das den Bonus gibt. Okay, Konsolen können wir noch keine machen. Unternehmen können wir auch noch keine kaufen. Schade. Was könnten wir hier machen? Da könnten wir theoretisch Teile von Unternehmen kaufen. Wir könnten auch Teile von unseren Unternehmen scheinbar verkaufen. So wie es aussieht. Wir werden als $280.000 teuer bewertet. Das ist schon mal, ehrlich gesagt, ziemlich wenig, wenn ich hier oben hinschaue. Wir haben ja mehr Geld als das literally gerade in Cash da. Das ist eigentlich dann ziemlich traurig, wenn wir als weniger als das bewertet werden. So, gucken wir mal, was das Tutorial hier so sagt. Ich würde mich gerne eigentlich in ein Büro so langsam gehen und Mitarbeiter bekommen. Vielleicht machen wir noch ein Spiel vorher, aber es wäre, glaube ich, so langsam Zeit dafür. Über das Unterkunftsmenü können Sie Ihr aktuelles Büro anzeigen oder upgraden. Sie können über dieses Menü auch neue Büros kaufen, um das Wachstum Ihres Studios fortzusetzen. Neuere Büros werden mit zusätzlichen Worker-Slots sowie Upgrade-Slots ausgestattet werden. Zusätzliche Worker fügen die Möglichkeit hinzu, komplexere und größere Spiele zu erstellen. Upgrades bieten Ihren Arbeitern und Ihrem Studio kleine dauerhafte Boni. Diese Boni bleiben bestehen, bis Sie in das nächste fortgeschrittenere Büro wechseln. Okay, macht Sinn. Hier können wir entweder das Büro hier upgraden oder hier direkt schon nächstes gehen. Unsere monatlichen Kosten hier sind halt aber schon vergleichsweise sehr klein. Ich glaube, wir sind... Ich würde sagen, ein, zwei Games bräuchten wir noch, bevor wir upgraden können hierhin. Weil davor würde ich gern haben, dass unsere Spiele mehr als $25.000 im Monat machen. Und ich meine, da sind ja noch nicht mal die Gehaltskosten reingerechnet, die wir ja natürlich auch noch zahlen müssen, wenn wir Mitarbeiter hier an den Start bringen. Ne? Deswegen, also eigentlich bräuchten wir sogar noch mehr als
das, aber momentan sind unsere Spiele halt nicht besonders gut darin, Geld zu machen. Wo hätten wir es denn? Ich würde gerne nochmal, gut, wir können da auch ein paar Upgrades auf Dauer machen. Aber ich wollte sehr viel eher gerade hier archivierte Spiele reinschauen. Oh, wir haben Gewinn gemacht mit unserem Game das erste Mal. Alle anderen haben Minus gemacht, das hier hat Gewinn gemacht. Das ist doch schon mal ein Fortschritt. Weiß nicht, ob, na, vielleicht insgesamt nicht. Weiß nicht, mit Kosten für das auf Steam zu packen und so weiter und so fort, ob es dann immer noch Gewinn gemacht hat, aber zumindest in der Theorie. Ne, das ist schon mal etwas. So, dann würde ich gerne forschen. Engine. Das hier ist momentan immer noch out of reach für uns. Erweiterte Zwischensequenzen. Machen wir lieber Pathfinding bei der KI. Das ist doch auch mal eine Idee. Kostet leider auch insane viele Forschungspunkte. Aber so ist das nun mal. Bringt uns auch nochmal ein, zwei. Es waren wirklich nur ein, zwei. Okay, na, haben mit ein bisschen mehr gerechnet, aber dann halt nicht. Also ich würde sagen, es wäre eigentlich für uns an der Zeit, unsere Engine zu upgraden, beziehungsweise eine neue Engine zu erstellen. Upgraden eher nicht. So, wir nehmen mal alles mit rein. Das ist sehr, sehr, sehr teuer. Ich glaube, wir können uns das noch nicht mal leisten, ne? Nö. Okay, wir müssen noch mehr machen, dass wir die nächste Engine uns leisten können. Das hier ist zu teuer. Wir sind mittlerweile an dem Punkt angekommen, dass eine Engine zu entwickeln sehr, sehr teuer geworden ist. Okay, das bedeutet, wir müssen ein bisschen trainieren und dann wieder uns in Richtung eines neuen Spiels orientieren. Bevor wir irgendwie, ja, andere Sachen machen können wie neue Engine. Also klar, wir könnten eine neue Engine machen, aber halt nicht mit allen Features, die wir bisher haben. Und ja, ich sehe ehrlich gesagt nicht so ganz den Punkt drin, eine Engine zu machen, die nicht alles hat, was wir jetzt schon erforscht haben. Ne? Weil dann würden wir ja Stuff, den wir schon eben researched haben, unnötig darum liegen haben. Und hätten ja schon Geld ausgegeben. So, gucken wir, dass wir hier nochmal ein bisschen was machen. Hab gerade gar nicht drauf geachtet, was für ein Level brauchen wir denn, um die nächsten Trainingssachen da freizuschalten. Müssen wir gleich mal schauen. Weil jetzt sind wir ja momentan Level 10. Das bedeutet wahrscheinlich Level 20? Train? Ja, Level 20. Okay, da sind wir durchaus doch noch ein bisschen weiter weg von. So, Moment, wir erhöhen mal noch gerade unsere Crit-Chance. Mindestens noch einmal. Und dann muss es so langsam Zeit sein für unser nächstes Game. Denn sonst haben wir wieder ein bisschen wenig Geld. Obwohl unsere Engine uns echt ganz gut Geld macht die letzte Zeit wieder. Also das wird tatsächlich, glaube ich, ganz praktisch an der neuen Engine, dass die uns hoffentlich auch vergleichsweise viel Geld bringen wird. Also, was für ein Genre hätten wir denn? Also, Sekunde, wir sollten vielleicht erstmal Themes schauen, was wir da machen könnten. Landwirtschaft, gut, Simulation hatten wir ja. Ich will eigentlich keinen Simulator machen. Aber was machen wir denn? Was machen wir denn? Mach mal ein Call of Duty. Aber das wäre dann halt ja auch eher wieder ein Shooter. Ein Shooter haben wir ja. FPS hatten wir ja gerade erst. Gibt es irgendwo, es ist leider, wie gesagt, echt schlecht sortiert. Ich muss, glaube ich, nochmal durchgehen und hoffen, dass ich das finde, was ich suche, also falls es existiert. Mittelalter würde ich gerne was machen. Ich weiß halt aber nicht, ob das überhaupt existiert. Wenn nicht, nehmen wir Krieg.
Ah, okay, da ist es. Sehr schön. Machen wir das einmal und dann machen wir Strategie oder Echtzeitstrategie, falls es das gibt. Ich würde gerne Age of Empires entwickeln. Dann sehen wir das. So. Na, Forschung, Genres. Nicht Genres, doch Themen, nicht, sondern Genres. Schlage sie hoch. Beat 'em up, okay. Klar, natürlich. Was ist TPS? Ich habe jetzt erst gedacht, irgendwas mit Turn-Based, aber dann wäre es ja nicht P. Also Strategie hätten wir hier, hier haben wir ATS, Real-Time Strategy. Sehr schön, dann nehmen wir das doch mal. Das ist genau das, was wir wollen. So, ich weiß nicht, ob wir das Geld noch haben werden für einen Deep Dive. Weil der war ja schon nicht ganz günstig an Forschungspunkten. Wir können allerdings mal schauen. Deep Dive. Mittelalter. Nicht FPS, sondern RTS. Ich hätte wahrscheinlich auch gesagt, eher hier. Weil ich glaube nicht, dass es Teenager sein wird. Vielleicht jeder, aber tendenziell ja eher nicht. Bräuchten allerdings trotzdem noch mehr Research Points. Also müssen wir erstmal ein bisschen trainieren und hoffen, dass wir da ein paar Research Points wieder kriegen. Machen wir das, was wir am liebsten tun. So, Crit. Mehr Crits. Sehr schön. Ja, danach müssen wir aber dringend anfangen an dem Game. Weil ich würde gerne die Möglichkeit haben, ja, vielleicht mal richtiges Marketing zu machen. Allerdings weiß ich noch nicht, ob das so wirklich unser Ding sein wird, richtiges Marketing. Sehen wir dann. So, Deep Dive, Mittelalter, RTS, Erwachsene, Forschung. Schauen wir doch mal. Und gleich können wir auch gucken, ob wir noch irgendwas an unserem Marketing-Stuff upgraden können. Weil da gibt es ja auch einiges. Die waren, glaube ich, alle so teuer, ne? Die beiden Dinge können wir theoretisch sogar kaufen. Das ist doch mal was. Also nicht beides gleichzeitig, aber unabhängig voneinander. So, was hat unser Deep Dive ergeben? Ich liebe es immer, wenn das hier nicht steht. Ja. Geil. Egal, machen wir einfach. Moment, wir könnten noch... Ich mach noch eine ganz kleine Runde Training und dann machen wir die Marketing-Upgrades beide noch. Ich weiß, es ist jetzt nicht unbedingt necessary, aber ich würde es gerne machen. Ich hoffe, dass wir jetzt noch diese 6 Forschungspunkte, die wir brauchen, kriegen. Wahrscheinlich kriegen wir es genau jetzt nicht. Das ist jetzt echt der Vorführeffekt. Das kannst du mir nicht antun, Spiel. Einer? Okay, er hat ein paar mehr als einen gebracht, aber... Wow, Level Up. Das habe ich jetzt nicht gebraucht. Ob macht dann von mir aus das noch... Jetzt sieht es wieder beim Geld nicht so geil aus. Wehe, du gibst mir jetzt keine Forschungspunkte. Das gibt Ärger. Danke. So, 50 Research Points. Theoretisch können wir die auch hierfür verwenden. Machen wir lieber die Dinge hier. Egal. So, Gott sei Dank hat uns die Engine gerade nochmal ein bisschen was gebracht. Die hält mich gerade so ein bisschen über Wasser. Das heißt, wir müssen eigentlich schon schauen, dass wir, wenn es irgendwie möglich ist,
nochmal eine neue Engine machen nachher. Weil wenn wir es schaffen, dass wir mit der, alleinig mit der über Wasser uns halten können, im neuen Büro, dann wäre das schon mal tatsächlich alles, was wir uns vorstellen könnten. Ach, okay, die PCs brauchen auch wieder eine neue Lizenz. Geil. Weil wir jetzt in einem krasseren Zeitalter sind. So, nehmen wir unsere Motor Engine 2 Version 2 Version 2. Das hört sich doch toll an. Passt nicht mal in den Rahmen hier. So, das ist wieder mal ein kleines Game. Wie eigentlich immer. Genau, und Age of Empires. Hoffen wir mal, dass das läuft. Oh, Alter müsste ich richtig gemacht haben. Ich habe jetzt gerade nicht mehr drauf geachtet, so krass, ehrlich gesagt. Ich hoffe einfach, es passt. So, das ist beides wichtig. Gut, die Engine weiß ich jetzt nicht mal so krass. Da weiß ich nicht mal so krass. Hier haben wir leider nicht besonders viel Tech-Punkte, die unsere Engine unterstützt. Sprich, ich würde so machen. Besseres UI, Spiele speichern und Zwischensequenzen. So, machen wir nochmal eine Social-Media-Kampagne. Das sieht soweit ganz gut aus. Jetzt nicht insane, aber good enough, würde ich sagen. Schauen wir mal, ob das läuft. So ein klein wenig Hype. Am liebsten wäre es mir halt, wenn wir es schaffen würden, nicht nach dem Spiel wieder so noch eine Crunch-Time dran zu hängen, um Rebalancing zu machen, weil das hier nicht gepasst hat. Weil da verlieren wir ich weiß nicht mehr genau, in was für einem Zeitraum, aber immer wieder 10 Hype-Punkte, und so viel haben wir ja noch nicht mehr, und so viel können wir nicht mehr machen. Deswegen ist es eigentlich wichtig, dass wir das schaffen, mal, dass wir den Hype behalten können, weil das wäre, glaube ich, für unsere Verkäufe ziemlich gut. Aber gucken wir mal, was bei der Game Award Show so rauskommt. Ich glaube, wir hatten dieses Ingame-Jahr leider gar kein neues Spiel. Deswegen sind wir hier nirgends vertreten, leider. Mal schauen. Ich glaube, das Problem ist, da wir jetzt einen Spieler machen, sind wir das, glaube ich, noch dieses Jahr rauskommen. Sprich, nächstes Jahr ist es wahrscheinlich auch nicht dabei. Na toll. Ich glaube, das wird uns nämlich auch bei Hype helfen, wenn wir ein Spiel draußen hätten. Haben wir halt aber nicht. Ich finde es auch gut, dass hier für die neue Engine haben wir jetzt hier noch mehr AI-Zeug bekommen, aber für Dialoge und Level-Design jetzt irgendwie nicht so wirklich viel. Ich hoffe, da kriegen wir nochmal irgendwie was. Wie ist denn die Balance hier momentan? Wir haben zu viel Tech. Das dürfte allerdings jetzt gelöst werden, da das beides hier eher Design-Prio hat. Insofern, ja, doch. Dürfte eigentlich gelöst werden. Hoffen wir das doch mal. So, Hype sieht ganz gut aus. Wir sind schon mal bei 4% und wir sind jetzt erst der Anfang, Mitte, zweite Designphase. Sprich, wir müssten auf jeden Fall dann noch ein bisschen was zusammenkriegen. Aber sehr schön, 6% schon. Hier ist jetzt auf jeden Fall Grafik sehr wichtig. Puh, weiß ja jetzt nicht. Grafik würde ich jetzt halt wirklich nicht sagen, dass das sehr wichtig ist bei einem RTS. Ich hätte gesagt, Sound ist nicht unwichtig und World Design ist auch nicht unwichtig. Aber Grafik weiß ich ja jetzt nicht. Aber von mir aus, wenn du das sagst, Game, das Problem ist, dass wieder sehr Tech-fokussiert. Obwohl, momentan sind wir bei Tech ein bisschen drunter. Also vielleicht schaffen wir es mal, das halbwegs gut gebalanced zu haben am Ende. Brauchen eigentlich 47% Tech. Und das haben wir hier ja im Überblick. Also hoffen wir mal, dass wir das irgendwie nochmal hinkriegen. Und nebenbei bitte ein bisschen Hype. Das wäre doch ganz nice. Ja, 7% Hype. Ich glaube, mehr machen wir auch gar nicht. Nee,
haben aufgehört. Okay, jetzt haben wir leider ein bisschen zu viel Tech. Aber ich glaube, wir bekämen es nicht besser hin, das nochmal zu rebalancen. Ich glaube, mit einer Woche wären wir schon zu sehr da draußen. Also lassen wir es mal so. Ich gehe mal auf 7 Dollar. Weil höher traue ich mich momentan noch nicht. Ja, bleiben wir mal bei 7 Dollar. Gut, hier sind wir eigentlich ganz okay dabei. Das gibt alles Boni, das finde ich gut. So, selbst veröffentlichen, ich glaube, dafür haben wir immer noch zu wenig Fans. Ich hab leider keinen Anhaltspunkt hier im Game. Aber ich gehe davon aus, dass wir noch zu wenig haben. Okay, ist es nicht. Es kommt nicht aufs Level von Doom, leider. Aber okay. Was sagt denn ein Kaufwert? Ein Kaufwert sagt, ist es voll. Offensichtlich ist es in vielen Bereichen, aber es ist immer noch erstaunlich. So, der Spieltisch sagt natürlich, dieses Spiel ist ein absoluter Gewinn für Spieler auf der ganzen Welt. Unter dem Hut sagt, ich bin wirklich lange in dieses Spiel eingetaucht. Ich empfehle es Ihnen, es sich anzusehen. Und Jesus sagt natürlich, wenn Sie mir sagen würden, Satan hat dieses Spiel gut gemacht, Satan hat dieses Spiel gemacht, würde ich es immer noch spielen. Es ist so gut. Danke, Jesus. Danke. Wir haben ein paar neue Sachen gelernt. Unter anderem endlich mal was bei Ton. Ich glaube, das war mal wichtig, dass wir da was kriegen. So, schauen wir mal, dass wir hier Age of Empires raushauen. Wir geben am Anfang 5% Rabatt. Das muss passen. Und dann gucken wir doch mal. Ich kann jetzt schon garantieren, dass dieses Spiel ein Klassiker in der RTS-Nische wird. Kaufe dieses Spiel nicht. Oh, nee, nicht. Und du wirst es für immer bereuen. Deswegen nutze die 5% Launch-Rabatt und hole es dir noch heute. Es ist einfach so gut. Perfekt. Hauen wir das doch mal raus. So. Und da ist tatsächlich jetzt auch mal Hype da. Doom hat auch immer noch Hype, aber wir sollten hier vielleicht jeweils mal schauen. Die Bewertungen sind alle relativ positiv hier. Bei den ersten Games, selbst da sind sie eigentlich alle positiv. Da haben wir 17, da haben wir 34 bei unserem zweiten Game. Bei Doom haben wir überwältigend positiv, schon 117. Hier haben wir natürlich noch gar nichts. Das wäre auch ein bisschen weird, wenn wir da schon welche hätten. Aber dann hoffen wir mal, dass das was wird. Und wir können sofort hier ein bisschen Auftragsarbeit machen. Das schadet auf jeden Fall nebenbei nicht. Wir sind momentan noch mit 100.000 Dollar am Start. Das ist okay. Allerdings glaube ich, werden wir ein Problem haben mit der neuen Engine-Sache da. Ich glaube, das wird leider nichts. Also ich werde, denke ich, trotzdem eine neue Engine machen, aber wir werden uns nicht leisten können, alles reinzuhauen. Dafür ist es momentan einfach zu teuer. Ne, wir bräuchten über 700.000 und ich sehe halt jetzt schon, wir landen vielleicht wieder bei 400.000, 500.000 und eigentlich müssten wir auch halt nochmal davon ein bisschen trainieren und so weiter. Deswegen sehe ich das ein bisschen kritisch. Ich hoffe nur, dass auch das Game jetzt aus seine Kosten trägt. Oh, wir haben es aber tatsächlich geschafft, wie ich gerade sehe, nicht teurer zu sein, als das bei Doom der Fall war. Ja,
Wir sind ein bisschen günstiger als Doom sogar. Und das ist sehr, sehr gut, dass wir trotzdem noch eine im Grunde ähnliche Bewertung bekommen haben, obwohl wir günstiger dabei sind.